combo. What am I gonna do? Wait. Hey, I gotta talk to you. All right, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Misty und der Mafioso, auch wieder eine einfache Mission. Die eigentliche Herausforderung ist, ein Fahrzeug zu besorgen. Das kriegt man gerade noch hin in der Welt von GTA. Und dann lernt man das erste Mal in diesem Spiel Joey kennen. Und ihr seht schon, tatsächlich das größte Problem bei mir war, ich muss ein Auto finden. Aber egal. Wie gesagt, dann holt man Misty ab und bringt sie dann zu Joey hin. Und das war's dann auch schon. Es ist eigentlich eher so eine Kontaktmission. Man fährt Misty von A nach B und dann weiß man, es gibt einen Typ namens Joey, der existiert. Und er wird einem natürlich dann auch gleich sagen, man soll ihn bitte regelmäßig nochmal besuchen. Er hat auch ganz viele Aufträge für uns. Er ist noch hupen, damit die Misty auch rauskommt. Da ist sie, geht in Zeitlupe, aber dann läuft sie doch nochmal los. Einen verlässlichen Fahrer, ja, das bin ich auf jeden Fall. Genau, das war es dann auch schon. Die noch einpacken, ansonsten gibt es keine Herausforderungen. Ich werde es so oft sagen, das Spiel ist nun mal ursprünglich vor 20 Jahren rausgekommen. Die Vorstellung, dass man sich in so einer 3D-Welt so frei rumbewegen kann. Du kannst hier einfach fahren wie ein Blöder, wie ein Bekloppter. Du kannst alles überfahren, die Polizei kannst schießen. Ja, es ist deine Welt, auch wenn man für Luigi arbeitet im Moment. Aber trotzdem, es ist unglaublich, ansonsten ist es nur, komm, hol eine Person ab, bring sie von A nach B und das war's, Mission beendet. Also, außer man hat so einen schrecklichen Fahrstil wie ich, aber dafür kann ich nichts. Ich weiß nicht warum, aber trotzdem. Man fährt hin, dann weiß man auch, wo Luigi ist. Es fühlt sich abgelegen an, aber es gibt eine berühmte Abkürzung. Aber hier ist es, Joey's Auto Painting Insurance Repairs. Und dann gibt's noch eine Cutscene und dann war's das. With you in a minute, spark plug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Und dafür gibt's sogar noch $1000. Mann, Mann, Mann.